Drei Brandy und drei Porto Mocha, bitteschön. Es hat vorzüglich geschmeckt, mein lieber Florentin. Ja, das war auch nötig. Ich habe nämlich Nachrichten für Sie, die nur ein gut genährter Mann verkraften kann. Es hat sich ja nun mal wieder gefügt, dass wir denselben Fall bearbeiten. Und? Haben Sie was Neues? Ja. Sagen Sie, Halden, was wissen Sie über Jonas Timpel? Sicher nicht mehr als Sie. Berufsverbrecher, Tresorknacker. Bei seinem letzten Ding ist ihm die Pistole losgegangen. Er bekam lebenslänglich. Und am vergangenen Freitag ist er aus dem Gefängnis in Fuhlsbüttel ausgebrochen? Unter den mysteriösesten Umständen. Mhm. Als könne er durch Mauern gehen. Der Gefängnisdirektor jedenfalls schwört Stein und Bein, dass er ohne jede Spur aus dem Innenhof der Anstalt verschwunden ist. Tja, und am Tag darauf ist er hier in Frankfurt aufgekreuzt, hat das Schließfach des Herrn Nuschke geknackt. Und auch hier die gleichen seltsamen Umstände. Man kann sich nicht erklären, wie er in die Bank hinein und wieder herausgekommen ist. Wie Sie sagen, Herr Kommissar, als könne er durch Mauern gehen. Unglaublich. Oh, es kommt noch viel verwegener. Eine Wahrsagerin hat dem Bankdirektor den Einbruch prophezeit. Das ist ja gediegen. Hat sie es aus dem Kaffeesatz gelesen? Nein.